Ja, ich geh nie zum Tonkron, doch nicht zum Flachutter. Ich esse keine Pizza und keine Pastaschutter. Bei mir gibt's keine extra Wurst, kein Brot und keine Butter. Doch mitten in der Krise steh ich trotzdem ziemlich gut da. Ich fress Hundefutter und ich brauch keine Weltrevolution. Ich pfeif auf Che Guevara, weil ich bin autonom. Und in meiner kleinen Bude stapeln sich Millionen Dosen Hundefutter. Ja, ich fress Hundefutter. Ist auch gut für die Psyche, weil ich brauch keinen Müller, keinen Papst und keinen Luther. Ich fress Hundefutter. Keine Esoterik, das ist mehr für meine Mutter. Ich hab Hundefutter. Und ich geh nie in Therapie, das macht mich nur kaputter. Frohlich, Chappi, Betty, Krieg, es ist immer genug da vom Hundefutter. Und ich brauch keine Krautsuppendiät, kein Bio und kein Knäckebrot, weil das ist mir zu öd. Nein, mir geht's wirklich super, nur ab und zu hab ich ein bisschen Unterzucker vom ganzen Hundefutter. Arbeitet to the real thing. Genau. Es kommt noch billiger. Ja, bis bisher ging's mir gut, aber jetzt geht's mir noch besser, weil ich hab Pfeil und Bogen da und auch ein scharfes Messer. Damit lieg ich jeden Tag im Park auf der Lauer. Ich mach es aus dem Hinterhalt, weil das ist ja viel schlauer. Frohlich, Chappi, Patty, Krieg, das ist mir jetzt egal. Nein, ich geb keinen Cent mehr aus, weil ich bin radikal. Und auch ganz ohne Kohle werd ich fett wie der Butter, weil ich Hundefutter, Alter. Möbelpolitur, Hundefutter, das ist eine Diät. So bleibt man gesund.